Es sind nicht die Weiten des Meeres, die sie zu überwinden haben. Das andere Ufer liegt oft nur zwei Steinwürfe entfernt und doch sichern Flussfähren oft, wenn auch kleine, Verkehrsverbindungen. Sie sind eine schwimmende Brücke zwischen zwei Straßen, die sonst im Wasser enden. Eine Rush-Hour gibt es an diesen Orten selten. Der altehrwürdige Fährmann scheint wohl auch deshalb ein Beruf mit wenig Perspektive. Kurz vor dem letzten Ablegen war Susanne Blum noch einmal mittendrin im sächsischen Belgern, wo es seit dem Jahreswechsel nun vorerst keine Fähre über die Elbe mehr gibt. Es ist windig und kalt, die Temperatur knapp überm Gefrierpunkt. Und trotzdem harrt Werner Ruben draußen aus. Auch warten gehört zu seinem Job. Er ist Fährmann. Diese Stille und die Ruhe, das muss man gewöhnt sein. Sonst sind irgend so ein hibbeliger Typ hier, das wäre nicht ja, für ihn. In diesem Moment kommt auf der anderen Elbseite Kundschaft. Werner Ruben setzt über. Heute ist nicht viel los. An normalen Arbeitstagen wird es auf der Fähre hingegen schon mal voll. Da muss der Fährmann platzieren. Ein Transporter, dass man den hinten ranstellt. Und dann wird er diskutieren mit denen. Warte du, hol den anderen noch vor, dass er. Dann denkt er, der nimmt mich nicht mit. Ich war doch zuerst da. Warum denn der nicht mit? Ja, da muss man schon ein bisschen. Ja. Werner Ruben ist 70 Jahre alt. Jahrzehntelang war er Schiffsführer auf der Elbe. Vor 4 Jahren dann schon als Rentner hat er die Pacht der Fähre hier in Belgern übernommen. Ein Vollzeitjob. Im Sommer fährt er 7 Tage die Woche. Das war eigentlich nur für 2 Jahre gedacht. Die 2 Jahre haben die auch nur verlängert auf 4 Jahre. Weil ich alle halbe Jahre gedacht habe, gut, kümmert euch um den Nachfolger. Ich mache das halbe Jahr noch voll. Jetzt ist Schluss. Ich bin zwar auf Wasser groß geworden, aber ich muss nicht unbedingt auf dem Wasser sterben. Die Fähre gehört der Kommune. Doch so sehr sich der neue Bürgermeister Ingolf Gläser bemüht hat, er hat keinen Pachtnachfolger für Werner Ruben gefunden. Die Fähre als Kommune zu betreiben, wäre viel zu teuer. Er konnte ja im Prinzip fahren von früh bis abends. Das kann ich im öffentlichen Dienst nicht. Und somit komme ich auch nicht mit 2 Leuten, wenn ich die ganze Woche sicherstellen will, sondern brauche 3 Leute. In der Umgebung hat sich längst rumgesprochen, dass Werner Ruben aufhört. Frank Lehmann zum Beispiel hat jahrelang fast täglich die Fähre genutzt. Er ist Apotheker in Belgern und hat vielen Patienten die Medikamente auch nach Hause gebracht. Die musste ich letzte Woche schon offenbaren, dass ich nicht weiß, ob ich weiterfahren werde, kommen werde, weil der Weg über Mühlberg oder über Torgau, das sind dann eben schon 40, 50 Kilometer, die man extra fahren muss. Inzwischen hat die Dämmerung eingesetzt, es nieselt. Irgendwie Abschiedsstimmung. Es ist eine der letzten Fahrten von Werner Ruben. Er hat fast ein schlechtes Gewissen. Das lässt mich nicht kalt, auf jeden Fall. Und das trügt auch eigentlich die ganze Sache ein bisschen, dass man jetzt diese Freizeit hätte. Ja. Die Kommune will weiter nach Pächtern und Lösungen suchen. Doch das kann dauern. Die Fähre seit dem Jahreswechsel erstmal außer Betrieb. Denn die Zeit von Werner Ruben als Fährmann ist abgelaufen.